Kopf oder Zahl? Bei Kopf sage ich euch, was diese Münze mit dem Produkt zu tun hat, was wir euch heute vorstellen. Bei Zahl müsst ihr bis nach dem Intro warten. Kopf. Damit kann ich sagen, es geht um die neuen Mehrfachmünzzähler von NZR, Nordwestdeutsche Zählerrevision. Ein Mann, der sein Geld wert ist, und da reden wir nicht nur von Kleingeld, ist Markus. Moin. Moin, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Markus, du hast uns zwei Geräte mitgenommen. Eure Mehrfachmünzzähler sind ja bereits schon sehr beliebt. Für wen sind sie und wo werden sie eingesetzt? Ja, die sind für die Immobilien, Wirtschaft, um jetzt Mietern zum Beispiel Waschmaschinen zur Verfügung zu stellen, um Trockner zur Verfügung zu stellen. Da kann ich die einsetzen. Ich kann sie auf dem Campingplatz einsetzen, um dort an der Stelle natürlich dann Wasser für die Duschen zum Beispiel zu verkaufen. Für Solarien kann ich das nutzen. Für Steckdosen, also Ladegeräte, ja. Für Elektroautos oder aber auch natürlich die Elektrobikes. Das geht an der Stelle. Und die beiden Geräte, Zahlen, Daten, Fakten, wo sind die Unterschiede? Kannst du uns das mal näher erläutern? Genau, wir haben bei den Geräten gibt es einmal verbrauchsabhängige Geräte, sodass ich sagen kann, ich habe eine Menge, die ich verkaufen möchte, eine Strommenge in kWh. Ich kann Wasser in Liter verkaufen. Sowas geht dann mit den verbrauchsabhängigen Geräten. Und wir haben natürlich die zeitabhängigen Geräte. Da gebe ich dann eine Zeit vor, die entsprechenden Ausgänge dann nachher freigeschaltet sind. Ich kann also zum Beispiel eine Waschmaschine 3 Stunden freischalten lassen oder irgendwas anderes, halt nur ein paar Minuten. Auch das kann ich einstellen. Und wenn ich mehrere Geräte habe, brauche ich dann auch für jedes Gerät einen Mehrfachmünzzähler? Nein, wir haben hier bei den Geräten tatsächlich bis zu 6 Ausgänge, je nach der Ausstattung dieses Gerätes, bis zu 6 verschiedene Geräte kann ich hier anschließen über die Wechselstromschütze oder sogar Drehstromschütze, die ich hier an der Stelle habe. Das klingt ja sehr vielseitig. Wie funktioniert denn die Programmierung? Ist die kompliziert? Die Programmierung ist überhaupt nicht kompliziert. Ich kann es zum einen über die internen Tasten machen, die ich hier vorne an dem Gerät habe. Da kann ich also schon mal die Programmierung vornehmen. Ich habe aber auch eine USB-Buchse an der Stelle, sodass ich mit dem PC programmieren kann. Das passende Programm gibt es bei uns auf der Homepage kostenlos zum Runterladen. Ja, das klingt logisch. Ja. Thema Mehrfachmünzzähler. Funktioniert das nur mit diesen klassischen Münzen oder was kann ich noch einsetzen? Ja, also die klassischen Münzen, die werden sicherlich am häufigsten nachher verwendet. Da kann ich also ab 10 Cent bis 2 Euro alle Münzen verwenden, so wie man sie halt auch im Portemonnaie hat. Ich kann aber auch unterschiedliche oder davon abweichende Werte in die NZR-Wertmarken programmieren sozusagen. Auch das wird mit der Software im Gerät programmiert, sodass ich dann einmal die Messingmünze natürlich nutzen kann oder die neue Silbermünze nutzen kann. Und ja, habe somit 3 Möglichkeiten hier zur Auswahl. Oh, das klingt auch gut. Die Auswahl der Geräte, ist es denn einfach oder gibt es viele unterschiedliche Geräte? Also es gibt sehr viele verschiedene unterschiedliche Geräte und dafür gibt es bei uns auf der Homepage einen Konfigurator. Dort kann man sein Wunschgerät auswählen und erhält eine Artikelnummer, mit der man dann bei euch bestellen kann. Super, vielen Dank. Die neuen Zähler von NZR sind ab sofort bei uns im Bicoshop erhältlich. Wenn euch technische Themen wie diese interessieren, freuen wir uns auf Like und Abo von WitteTV.